Jo Leute, wir sind zurück! Junge, wir sind zurück. Guck uns an, das zweite Mal. Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neues Video und XRP Deutschland ist wieder mal zurück. Wir haben unsere Streitigkeiten natürlich beendet. Wir waren stark, wir haben nicht aufgehört. 6 Wochen waren wir gesperrt, 6 Wochen. Und nach 6 Wochen sind wir wieder mal am Start. Wir wollten auf jeden Fall Danke sagen und ein Video auf jeden Fall jetzt mal kurz aufnehmen. Auf jeden Fall sind wir zurück. Unsere Angelegenheiten sind geklärt. YouTube hat gesagt, ja, es war ein Fehler von denen. Ne, hatten wir schon mal. Aber es war auf jeden Fall ein Fehler und jetzt alles wieder in Ordnung. Friede, Freude, Eierkuchen. Und XRP darf wieder mal Videos machen. Gucken, wie lange noch. Auf jeden Fall danke, Leute, dass ihr alle am Start wart. Ihr habt uns nicht alleine gelassen. Wir hatten einen Zweitkanal, Luis, auf jeden ne? Fall. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass alle mit am Start waren. Ja, muss man auf jeden Fall auch erwähnen, auch von mir wirklich Riesendank. Ist nicht selbstverständlich. Erstmal an unsere Werbepartner. Speziellen Dank gehen raus an Bitvavo, dass ihr quasi auch so an unserer Seite wart. Das ist auch nicht selbstverständlich, wie die ganzen Krypto-YouTuber, die werden wir gleich nochmal ein bisschen erwähnen werden. So wie halt die ganze Community, die durchgehend uns unterstützt hat, jedes Video weiter kommentiert hat. Wirklich unglaublich und ja, wir wissen, dass wir euch oft zählen können. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir wieder da sind. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die Geschichte eingehen gleich, wie das alles passiert ist, aber ich bin einfach nur happy. Heute Nacht kam die Nachricht und ja. Jetzt ja, die Nachricht kam mitten in der Nacht, 4 Uhr, 5 oder so kam die Nachricht von YouTube. Wir sind wieder, ja, wieder am Start. Luis, keine Ahnung, war kurz mal pullern, hat die Nachricht gesehen, natürlich musste der mich auch wecken. Wir waren dann beide am Start, ja, und dann haben wir auf jeden Fall morgen schon gefeiert. Und jetzt seid ihr mit am Start. Wir wollten auf jeden Fall riesen Dank sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall an Alex vor allem, ne? Finanzielle Freiheiten, dann Kryptowährung. Der war von Anfang an mit an unserer Seite. Heftig, starkes Video. Auch von Kryptogang. Hier Marcel von Kryptogang. Auch starkes Video. Abgesehen davon haben wir mehrere Beiträge gesehen. Wir haben mehrere Videos gesehen. Unter anderem, ich kann es mal aufzählen, ne? Marcello, unser Bruder MC, war auf jeden Fall mit am Start. Dann war auf jeden Fall Daniel, Crypto Night Oven, mit am Start. Dann war auf jeden Fall Crypto Manu, war mit am Start. Ich muss ein bisschen ablesen, okay? Da waren viele. Crypto Westfale, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ne? Abgesehen davon, Crypto Kings, auch richtig nice. Crypto Suchti war mit am Start. Crypto with Dave, Cash with Dave, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch am Start. Vielen, vielen Dank. Und Matic von, ja, Matic halt, mit am Start. Und es war auf jeden Fall richtig nice, dass ihr uns nicht allein gelassen habt und hingewiesen habt, dass wir auf unserem Zweitkanal aktiv sind. Und ja, dieser Zweitkanal bleibt auf jeden Fall auch stehen, Leute. So ist das nicht. Wir machen natürlich hier XRP-Videos. Andere Seite werden allgemein, ISO-Coins wollen wir da vortragen. Wir wollen über ISO-Coins reden, wir wollen über Quant reden, WeChain reden, wir wollen so viel auch kleinere ICOs und wollen wir auf jeden Fall da vorstellen. Und wen es weiter interessiert, einfach mal rüberkommen. Da sind wir auf jeden Fall auch aktiv. Und wenn ihr uns mal vermisst, wer weiß, was noch passiert, Luise, wäre das nicht das erste Mal. Wir sind auf jeden Fall nebenan auch mit am Start. Wir haben 2 Kanäle. Zweiter Kanal unter dieses Video werden wir auch verlinken. Also wir haben auf jeden Fall noch den Anwalt am Start, müssen wir ganz klar so sagen. Der wird unseren Kanal die nächste Zeit nochmal komplett überprüfen. Wir haben natürlich jetzt schwarz auf weiß, dass wir gegen keine Richtlinien verstoßen haben, dass es quasi einfach ein Algorithmusproblem war. Und trotzdem wollen wir einmal eine Überprüfung machen und generell einmal, dass wir nie wieder in diese Lage kommen. Und ich hoffe, wie gesagt, wie Sinan gesagt hat, dass der Erst- und der Zweitkanal vernünftig so weiterlaufen in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Algorithmusproblem, Leute, 6 Wochen. Schöner Algorithmusproblem und hat uns natürlich die Suppe ein bisschen vermiest, ein bisschen zu viel Salz war drin. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir haben gesagt zu euch, wir werden kämpfen bis zum Schluss. Und das kann man auf jeden Fall mit den einen oder anderen machen, aber wir werden bis zum Schluss kämpfen. Genau wie immer wieder in unserem Titel gesagt wird, XRP Deutschland, wir kämpfen bis zum Schluss und so ist das auch. Wir werden auf jeden Fall kämpfen
Und bis zum Schluss und am Ende werden wir definitiv alle am Strand sitzen. Mit unserer Kryptowährung und vor allem mit XRP, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Video, denke ich. Jetzt habe ich hier erstmal richtig den Salat. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen aufräumen. sonst, ich würde sagen, ja, wir sind auf jeden Fall happy. Wir freuen uns und das wollten wir euch auf jeden Fall mitteilen. Und die nächsten Tage kommen hier wieder regulär die XRP-News. Und XRP-Videos, ne? Abgesehen davon, Leute, ich wollte es nochmal gesagt haben. Was heißt nochmal? Wir waren ganz nebenan, okay, im anderen Kanal. Wir haben in dieser Zeit natürlich nicht gepennt. Wir haben viel auf andere Plattformen auch gemacht, auf unserem zweiten Kanal gemacht und vor allem, ja, wir haben dank, ja, unsere tüchtige Freunde von ChatGPT und Olga. Olga und wir zusammen haben auch ein Buch geschrieben. Rund um XRP Whipple haben wir ein Buch geschrieben. Kleines Buchchen kann man sich auf jeden Fall erwerben, werden wir unter diesem Video auch verlinken. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, ja, und zwei und vor allem, ja, XRP Deutschland, hier, das Original, die echte XRP Deutschland. Wenn wir nicht da sind, haben viele unsere Hashtags benutzt und haben Videos gemacht, weil die Reichweite wollten. Zu unterstützen, Leute, dürft ihr gerne diesen Kanal wieder mal abonnieren. Viele von euch sind in dieser Zeit abgehauen, aber wir sind wieder zurück. Ihr dürft wieder zurückkommen und Familienzusammenführung ist wieder mal am Start, Leute. Wir sind wieder da, Leute, was los? So einfach ist das, ja? So einfach ist das. So, in diesem Sinne, Leute, haut rein. Täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang, bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Asche trennt.